So, grüß Gott, da sind wir wieder. Ich habe euch heute und Ihnen heute einen Vortrag mitgebracht, wenn es mal nicht so gut läuft. Es geht darum um Technik, Wetterplanung und der Mensch, die können zu unerwarteten Ereignissen führen, denn eins wollen wir nicht, so wollen wir nicht landen. Und jeder, der von euch meine Vorträge kennt, weiß, dass da kein Bild drin ist, was ich in irgendeiner Weise nicht mit Hintergrund eingebracht habe. Hier soll es einfach nur diese Hilflosigkeit darstellen. Es tut weh, aber dieser kleine Rettungsschirm hat geholfen. Aber wir haben verschiedene Themen und ich gehe jetzt mal durch diese Themen gleich durch. Das Erste, was wir haben, ist eine Planung. Am Anfang eines jeden Fluges steht eine saubere, bedarfsgerechte Flugplanung. Wir machen die technischen Faktoren auf der Strecke, Wetter und Physis, alles wird berücksichtigt. Und gehen wir jetzt davon aus, dass zum Zeitpunkt des Startes, dass zu diesem Zeitpunkt alles klar war, alles, was möglich und somit auch bekannt ist, korrekt vorbereitet und geplant war, so haben wir doch schon unsere erste Falle. Wir tappen nämlich da hinein, dass wir sagen, dass das Unvorhersehbare, dass das, was wir nicht planen können, gar nicht kommt. Und ist das wirklich so? Ja, es ist so. Wir haben immer einen Faktor Unvorhersehbarkeit da drin und diese Unvorhersehbarkeit kann ich nicht planen. Deshalb gehen wir hin, machen etwas, das ist Pre-Flight. Pre-Flight heißt, ich bereite mich vor, ich mache meinen Flug, ich plane ihn exakt so, wie ich es mir vorstelle. Und wir haben dann verschiedene Ereignisse, die nicht so hineinpassen können. Das kann Verkehr sein, das heißt Luftraum, kann ich hier hindurch, kann ich nicht hindurch. Ist irgendwo eine Überlast, dass man sagt, bitte flieg außen rum. Wir haben Wettersituationen, die uns zur Routenänderung führen. Wir haben technische Probleme. Und was wir auch haben, manchmal Passagierprobleme. Es sind nicht nur die kleinen, es sind auch die großen. Es kann auch sein, dass jemand plötzlich krank wird oder dass einer verängstigt ist. All das passt. Und ich will mit diesem kleinen Vortrag, den ich euch heute halten möchte, einfach, ich möchte euch dazu anregen, diesen Dingen Raum zu geben in der Planung, vorausschauendem Handeln Raum zu geben. Und planen heißt nicht sinnlose Dinge tun. Und Pre-Flight ist natürlich lästig. Ja, ihr seht jetzt hier ja toll die schöne Planung, das Logbuch, ihr seht den Drehmeier, ihr seht das Kurslineal, ihr seht die Kompassrose zur Hälfte, ihr seht all diese Sachen. Aber lässt sich das nicht auch verkürzen? Lässt sich es wirklich verkürzen? Muss ich das wirklich alles tun, das kommt da so hoch? Und es gibt ja auch den Satz, die Elektronik macht das schon. Wofür habe ich so viel Geld ausgegeben, dass das alles in meinem Cockpit ist? Das muss doch funktionieren. Warum soll ich mich darum kümmern? Weil ich verantwortlich bin. Und deshalb gibt es einen ganz einfachen Punkt. Pre-Flight bedeutet, sich Zeit geben und sich Zeit nehmen. Und das ist wichtig. Und das alternative Handeln während des Fluges muss in der Planungsphase seinen Ursprung haben. Die Routenänderung muss ich hineinbringen. Ausweichflughäfen auf der Strecke gehören mittlerweile nicht zur Planung aufgrund von Airmanship, sondern auch von der Rechtsprechung. Das Gleiche gilt für den Zielort. Und alle diese Faktoren beeinflussen unsere Planung. Und sie haben natürlich dann auch Auswirkungen auf Gewicht, Reichweite und auch auf die menschliche Last. Kann ich wirklich 3,5 Stunden am Stück durchfliegen, ohne mal aus irgendeinem anderen Grunde landen zu müssen? Ja, das sollte man sich alles überlegen. Man sollte auch in der Regel nicht länger fliegen, als man auch Auto fährt. Und da sagt man ja auch 1,5 bis 2, 2,5 Stunden, dann mach eine Pause. Und die Qualität unseres Pre-Flights, die Qualität unserer Arbeit soll die Last aus dem Flug herausnehmen. Ich brauche eine bedarfsgerechte Flugvorbereitung. Bedarfsgerecht bedeutet, dass ich hingehe und die Dinge so baue, plane und einbaue, dass sie definitiv korrekt sind. Und zu dieser Planung gehört auch die theoretische Durchführung des Fluges mit allen seinen Varianten. Was heißt das? Das heißt, dass ich mir selbst sage, was mache ich, wenn das und das und das nicht passiert. Das heißt, dass ich bewusst hingehe, auch mal gegen mich negativ denke. Wie gehe ich damit um, wenn der Luftraum nicht frei ist? Wie gehe ich damit um, wenn plötzlich ich feststelle, dass ich dort nicht tanken kann, dass mein Flugplatz die Tankstelle geschlossen hat, wo ich eigentlich auf meiner Strecke zu den Inseln hin wollte. Denn es gibt Flughäfen, da gibt es nun mal keinen Sprit. Und wenn ich nach Jüst will oder Langeoog, da muss ich schon gucken, wo kriege ich Treibstoff. In Langeoog nicht, in Jüst ja.
Also muss ich das einbauen. Aber es gibt noch was ganz anderes, was viel wichtiger ist. Wie ein gutes Werkzeug. Ich weiß, wie arbeite ich in meinem Garten, welches Messer nehme ich in der Küche, wenn ich koche. Jeder hat für jede Sache, die er macht, sein Werkzeug, seine Art, mit einem Problem oder einer Sache umzugehen. Und so hat ja auch jeder seine Art, seine Planung zu machen. Und ich kann mit Karten arbeiten, ich kann mit Papier arbeiten, ich kann mit Rechnern arbeiten. Und alles das muss ich für mich selbst entwickeln und ich muss es prüfen und dann kann ich damit umgehen und dann habe ich auch meine korrekte Planung, mit der ich ganz ruhig, ganz sauber meinen Flug durchführe. Aber wir haben ein Problem. Wir haben nicht bei einer Flugvorbereitung auf der einen Seite unseren Wunsch. Wunsch bedeutet, das will ich haben, das will ich erreichen, dort will ich hin. Und auf der anderen Seite haben wir das Gesetz. Das darf ich, das muss ich, das soll ich. Und das ist ein Spagat. Das habe ich euch ohne Grund nicht oben diese Leiste hineingebracht. Die soll nicht bedrohlich sein, sondern es heißt nur, wir müssen in einem gesteckten Rahmen bleiben. Und wenn das nicht funktioniert, muss ich meine Planung verändern. Und wenn ich einen normalen Check mache, externe Faktoren wie Wetter, Treibstoff und Korrekturen der Beladung nicht einzeln zusammen betrachte, nur einzeln und nicht zusammen betrachte, komme ich auf einen anderen Punkt. Die Kausalzusammenhänge dürfen nicht übergangen werden. Und deshalb ist der Treibstoffbedarf abhängig von der Streckenführung und vom Wetter. Das wiederum geht in die Gewichtsberechnung rein. Das geht in die Startstreckenberechnung rein. Und dann im Sommer habe ich plötzlich mit einem vollgeladenen Flugzeug die Dichtehöhe zu berechnen und stelle fest, ups, es geht gar nicht so, wie ich es möchte. Und dann soll ich mir nicht bitte denken und sagen, es wird schon gehen, sondern ich habe darauf. Und das ist der nächste Punkt. Planung bedeutet, sich auch Sicherheit holen. Planung bedeutet auch, sich selbst schützen. Und das ist ganz wichtig. Gute Ratschläge? Wie kann ein Pilot handeln, wenn er trotz bester Vorbereitung in Schwierigkeit gerät? Wie können ihm die Flugsicherungsdienste helfen? Welche Informationen sind zur Hilfestellung erforderlich? Und wo beginnt ein Notfall und wo endet er? Das sind Fragen, die wir haben. Und diese Fragen möchte ich gerne jetzt beantworten. Und ich habe hier drei Themen drin. Und das sind die drei Themen dieses Vortrags. Und zwar das Thema 1. Wir haben Wetter, wir haben Mensch und wir haben Technik. Und das sind genau diese Dinge, die die Bilder hier jetzt mal visualisieren. Das sind genau die Dinge, über die wir jetzt im weiteren Verlauf des Vortrags reden. Der Klassiker. Das Wetter. Ihr seht ja ein wunderschönes Flugzeug, es ist über den Wolken. Ein wunderschöner Flug, kann ich alles machen. Es ist auch sehr schön, es ist ruhig dort. Man kann schön fliegen, man kann alles machen, was man möchte. Man kann es sich gut gehen lassen und einfach diesen Flug genießen. Aber was, wenn diese erwartete Lücke nach einem wunderbaren Flug on top nicht vorhanden ist? Wie meister ich als Pilot nun diese Situation? Kann uns überfordern, und zwar dies nicht nur handwerklich. Wir können eben die Flugsicherungsdienste helfen, welche Informationen sind zur Hilfestellung erforderlich und wo beginnt ein Notfall und wo endet er? Das sind die Fragen, die da kommen. Und wenn ich sage, es überfordert mich nicht nur handwerklich, meine ich auch mental. Wir dürfen eins nämlich nicht vergessen. Wir sind und wir bleiben Menschen. Und Human Beings sind mental gesteuert und wir haben den großen Punkt, dass wir, wenn wir uns in einen Zustand der Unsicherheit befinden, wenn wir uns in einen Zustand des nicht stabilen Verhaltens befinden, auch Ängste bekommen. Und Ängste können uns beeinflussen im Handeln und können auch dafür sorgen, dass wir falsch handeln und nicht korrekt handeln. Und deshalb ist es wichtig, sich Hilfe zu holen von Flugsicherungsdiensten, ganz breit gesprochen, dass ich mir überlege, wenn sowas ist, wann ermerke ich das und welche Informationen muss ich zu meiner eigenen Hilfestellung, die ich erhalten möchte, geben? Und wo fange ich an zu sagen, hey, ich befinde mich ja schon in einem Notfall. Die Flugsicherungsdienste, hier dieses Symbolbild, das sind Menschen, die nicht zwingend fliegen. Das sind Menschen, die sind trainiert worden,
ganz klar, ganz deutlich, euch zu Diensten zu sein. Sie sind Dienstleister der allgemeinen Luftfahrt, der gewerblichen Luftfahrt, der militärischen Luftfahrt, sind ganz nette Leute, aber sie sind nicht zwingend Piloten. Und wenn die uns unterstützen, bedeutet das nicht, dass sie uns sanktionieren. Das ist schon der erste Fehler, den wir immer haben. Ey, wenn ich mich da jetzt melde, kriege ich eine Strafe. Es ist immer noch besser, notfalls darüber diskutieren zu müssen, als von Wolke 7 nach unten zu schauen und zu sagen, ey, da gibt einer mein Geld aus. Was hat ATC für Möglichkeiten? ATC, Air Traffic Control, als globales Wort, egal wer jetzt da wieder drin ist. Er kann andere Luftfahrzeuge über Funk fragen, wo ist das Loch vom Dienst? Im Winter kann er fragen, sie steigen dort und dort ab, ist dort noch Vereisung? Das ist mir mal passiert. Da habe ich ganz klar von der Lufthansa einen Hinweis bekommen, hier ist ein Riesenloch, ihr könnt, weil wir über den Wolken waren, absteigen ohne Eis. Beim Flugzeug, was keine Enteisungsanlage ist und nach oben gedrückt wurde, ist das sehr hilfreich. Der Fluglotse kann eine entsprechende Führung dorthin leisten. Er kann uns einen Steuerkurs geben, er kann uns helfen. Und weiterhin haben wir Wetteranzeigen auf dem Radar. Ja, sie sind nicht so exakt wie ein Wetterradar an Bord eines Flugzeugs, aber wer hat das von uns? In meinem kleinen U habe ich das nicht. Aber der Lotse kann uns helfen, er kann die Situation einschätzen, er kann sogar auch den Wetterdienst für uns anrufen, weil ich im Flug das nicht mehr im Moment kann. Und je nach Ausrüstungsstand, je nach Ausbildungsstand, je nach Qualität des Piloten gibt es ja verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung. Verschiedene Fenster und Türen gehen auf und man kann uns helfen, hier diese Situation sauber und vernünftig zu meistern und hier im Rahmen einer navigatorischen Unterstützung auch ein Anflugverfahren zu nutzen. Und wenn ich sage, der Lotse ist Dienstleister, dann heißt das nicht, hey, mach mal. Sondern Dienstleister heißt, ihm ist es bewusst, dass er uns hier helfen muss und es muss uns bewusst sein, dass er uns hier helfen will. Er ist unser Partner in der Luftfahrt, unser Partner für unsere Sicherheit und er wird alles tun, was erforderlich ist. Aber was muss ich dem Piloten mitteilen? Es ist wunderschön, so bei solchen Wetterlagen zu fliegen, aber ihr seht, wie die Wolken fließen. Ihr seht die Strömung von links nach rechts über den Kamm. Das sehen wir alles. Aber was ich brauche, sind viele Dinge. Und jetzt fangen wir erstmal an, die Ausrüstung des Luftfahrzeugs. Was kann das Gerät, mit dem du unterwegs bist? Dann, wenn ich das Gerät habe, was es kann, was ist da für eine Technik drin, kann ich sie auch bedienen? Bedienen heißt fliegerisch, handlungsmäßig kann ich es bedienen. Kann ich damit ein ILS fliegen? Habe ich das gelernt? Bin ich lizenziert? Habe ich es geübt? Kann ich es abrufen? Oder auch, ich kann es nicht, was kann ich noch? Klare, ehrliche Entscheidung, weil das ist das Wahl, ja der Punkt, ein entscheidender Punkt, entscheidende Weiche zur Wahl des Lotsen, was er mir anbietet und wie er mir hilft. Der nächste Punkt ist die verbleibende sichere Flugzeit. Es hilft gar nichts, vor einem Abflug ganz grobe Spritplanung zu machen, Deckel auf, reicht schon, Deckel zu und ich weiß nicht, was ich da wirklich drin habe. Man hört immer wieder von sogenannten Uhren für den Sprit, die kannst du vergessen, das ist so unsauber. Dann wird ausgelittert, da hat man irgendwelche Röhrchen, die den Sprit anzeigen. Jeder hat so seinen Weg und jeder weiß und muss feststellen, was brauche ich wirklich für meine Arbeit. Und ich sollte wissen, wie viel ich wirklich sicher habe. Verbleibende, sichere Flugzeit, in diesem Falle auf Basis des Treibstoffs. So, und dann kommen wir zum menschlichen Faktor. Der menschliche Faktor, Situation, Stabilität des Piloten, habe ich geschrieben. Situation des Piloten ist das eine, oh, ich befinde mich in einer unangenehmen Lage. Stabilität bedeutet, bin ich noch in der Lage, sachlich, sauber, klar zu handeln? Oder gebe ich mich meinem Schicksal hin? Der Lotse wird hingehen und uns fragen, was kannst du noch, was machst du, welche Fähigkeiten haben sie, dann beantworte ich das. Wenn man dann aber hingeht und sagt, ich analysiere meine eigene Situation, wie viel Sprit habe ich, wie bin ich da reingekommen,
wo könnte ich ungefähr sein? Ich muss jetzt zum Beispiel einen Abstieg durch Wolken machen. Ich habe das schon zwei, dreimal probiert in meinem Leben mit einem Eiferfluglehrer geübt für den Fall, dass es mir mal passiert. Dann habe ich schon einen großen Schritt nach vorne. Ich bin gewohnt, unter der Haube zu fliegen. Großer Schritt nach vorne. Ich habe einen Autopiloten, den ich bedienen kann. Das hat mir der Fluglehrer kürzlich gezeigt. Wir haben es geübt. Ich kann damit einen Descent einleiten, stabil auf Weisung in einem Bereich, wo ich frei von Hindernissen bin, um dann nach einer Minute wieder Bodensicht zu haben. Bin ich sehr weit vorne. Was nicht bedeutet, dass ich, weil ich das gelernt habe, ich mir erlauben kann, über den Wolken zu fliegen, dass ich mir erlauben kann, mich persönlich in diese Situation hineinzubringen. Das kann ich nicht machen, sondern ich muss hingehen, hier zu sein, hier ganz normal anzufliegen und sagen, das ist eine Notsituation und ich habe das Nervenzeug dazu. Und mit welcher Art und Weise wir eine Situation abhandeln, mit welcher Art und Weise nachher entschieden wird, dass entscheidet ATC und der Pilot gemeinsam. Jetzt zeige ich euch mal einen Film und bei diesem Film werde ich danach etwas noch dazu sagen müssen. Der Fokus bei diesem Film, der heißt Der Flug ins Eis, ist von der AOPA International nach einem Vorfall vertont worden und nachgedreht worden mit einem Flugsimulator. Der Ton ist der echte Ton. Das Flugzeug, was ihr hier drauf seht, ist ein simulierter Flug. Schaut euch das mal an und dann werden wir hier zugleich, werde ich euch einige Fragen stellen. It's the morning of April 16th, 2018, and a Beechcraft Bonanza, November 9345 Quebec, is flying IFR over central Ohio. The pilot and his passenger are en route to DeLand Municipal Airport in Florida. Instrument conditions prevail in the airplane's current location, and the Bonanza is accumulating light rime icing at 4,000 feet. The pilot descends to 3,000 feet to clear the clouds and hopefully eliminate the ice. Okay, we're underneath the clouds right now. Looks like it's clearing up. We're about 1 degree over Celsius. 4 o'clock away, roger. Thank you. About 1 minute later, the controller notices that the Bonanza has further descended to 2,700 feet. 4 o'clock away, low altitude alert. Take altitude immediately. NBA in your area is 2,900. Okay, right now we've been getting some buffeting. We got some rime ice, but we're losing. 4 o'clock away, roger. You need to land? Negative right now. We're clearing up. Roger. We're about 4 degrees over Celsius, zero now. Roger. 4 o'clock Quebec, use caution. The NBA in that area is 2,900. Yeah, I understand. 2,900, 456. Despite the pilot's assurances, the Bonanza's descent continues. It's now at 2,200 feet MSL, only 1,000 feet AGL. 4 o'clock back, how you doing, sir? We're doing okay right now. Waiting for the ice to dissipate. It's the last transmission the pilot will make to the controller. A minute later, the airplane's altitude shows 1,500 feet before it suddenly disappears from radar. The Bonanza impacts terrain near the town of Warsaw, Ohio, killing both the pilot and his passenger. Sadly, these aren't the only lives that will be claimed by icing in the days ahead. A mere 200 miles to the east, another fatal aviation accident will soon unfold. Wenn wir uns diesen Film nochmal verinnerlichen, was ist da passiert? Hier war der Wunsch eines Piloten da, vom schlechten Wetter ins schöne Wetter zu fliegen, aus dem Winter in den Sommer. Es war ein Lotse da, der erkannte, dass wir hier eine Situation haben, die nicht according to the book war, dass die Höhen nicht passten zu den Hindernisfreigrenzen. Ein Lotse, der zwar sagte, ey, wollt ihr nicht lieber landen, braucht ihr Hilfe? Es wurde ignoriert, nein, es wird schon. Wir sind 4 Grad über Null. Und jeder weiß, dass Vereisung ab 10 Grad kommen kann.
Und hier war der Wunsch, ins andere hineinzukommen, und da wurde der Verstand eventuell ausgeblendet oder es wurde einfach ignoriert. Und das ist die große Gefahr, die wir haben, denn wir sind Menschen. Wir sind Menschen, die nicht immer sauber handeln, nicht immer vernünftig handeln, nicht immer korrekt handeln, sondern wir sind Menschen, die auch halt wie ein Mensch handeln, auch mal Dinge machen, die falsch sind, und das kann leider auch ein Leben kosten. Hier hätte vielleicht etwas mehr Energie des Lotsen gewonnen oder geholfen, aber hätte Fahrradkette? Nein, hier ist der Pilot verantwortlich und nicht der Lotse. Und da muss ich genau zuhören, was mir ATC sagt. Ich muss genau zuhören, dass ich den Zwischenton "Möchten Sie nicht landen?" erkenne. Ich muss genau wissen, dass ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ein anderer für mich Entscheidungen trifft, die eigentlich meine sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Nicht der Lotse entscheidet über meinen Flug, ich entscheide über meinen Flug. Und in diesem Falle ist es leider schiefgegangen. Der Mensch. Ich gehe jetzt auf den Punkt Krankheit, Unwohlsein, Stresslevel ein. Es kommt vor, dass Personen an Bord Hilfe brauchen. Klassisch. Und es muss nicht dieser medizinische Notfall sein mit dem Herzinfarkt oder irgendwas. Es gibt auch die Flugunverträglichkeit. Dass einer merkt, mir geht's nicht gut, und es gibt auch Panikattacken. Weil einer jemanden mitgenommen hat, wo es vielleicht nicht so ratsam wäre, ihn mitzunehmen, der fühlt sich nicht wohl. Und besteht ein Problem mit Fluggästen, so ist das nicht zwingend ein Notfall. Aber es ist eine unschöne Situation. Sie ist stressig für den Piloten und auch für den Luftfahrzeugführer. Die Flugsicherungsdienste werden immer, wenn ihnen das bekannt gemacht wird, diesen Flug bevorzugen, damit nichts Schlimmeres passiert. Und wir werden auch, wenn nötig, Landesequenzen verändern. Wenn einer sagt, ey, ich habe hier ein Problem, ich habe einen Passenger, dem geht es nicht gut, ich möchte so schnell wie möglich runter, dann hilft man. Und zwar, man muss es aber artikulieren, man muss sagen, hey, hier passiert was, und dann geht das auch. Ist es ein echter medizinischer Notfall, dann werden weitere Informationen benötigt, die auch so weit gehen, dass man schon die Hilfe der Rettungsdienste vor Ort entsprechend zielgerichtet vorbereitet. Aber immer dann muss ich sagen, hey, liebe Flugsicherung, ich habe da mal ein Problem, bitte hilf mir mal. Ist der Pilot selbst betroffen, so muss er die Situation ATC klar und deutlich mitteilen. Er muss klar sagen, hey, mir geht es nicht gut, ich muss landen, ich habe irgendeine gesundheitliche Störung, was auch immer. Und glaubt mir, glauben Sie mir, da wird geholfen, soweit es geht, irgendwie das zu machen. Aber soweit sollte es eigentlich nicht kommen. Aber wir hören ja häufig auch, dass Autofahrer manchmal in Unfälle verwickelt sind, weil es ihnen einfach plötzlich nicht gut ging. Denn wir sind auch nur ein System, Mensch, was auch mal einen Schaden haben kann. Und wenn bordzeitig keine Unterstützung durch eine andere Person oder zweiten Piloten möglich ist, kann so eine Situation schnell eskalieren. Nicht ohne Grund bieten die Verbände wie AOPA und DAEC und viele Flugschulen so Kurse an für Pinch-Hitter oder Pilot in Command bei COPA. All diese Sachen gibt es ja. Nicht ohne Grund sollten wir versuchen, aus unserem regelmäßigen Flugbegleiter, der es vielleicht sogar auch möchte, vielleicht einen Unterstützer zu machen, entweder als Pinch-Hitter oder einfach sogar als Nachwuchspilot, der dann ausgebildet wird, um zusammenzufliegen. Das ist viel angenehmer und schöner. Das ist immer eine Option in Familien oder mit Freunden. Was macht ATC? ATC wird den Flug zu einem passenden Flughafen-Landeplatz leiten. Und sie werden ihn sehr schnell suchen. Und die brauchen dann natürlich auch passend das, was brauche ich für mein Flugzeug, wie lang kann die Bahn sein. Und passend bedeutet auch, je breiter und je länger, umso einfacher. Dann geht man hin und wird den Landeort natürlich informieren und entsprechende Vorbereitungen getroffen. Solch eine Situation wird ATC dann schon selbsttätig als Notfall bewerten und auch abhandeln. Und hier möchte ich noch über einen Punkt nennen, den nennen wir auch bei der Flugsicherung Silent Alert. Wenn der Lotse den Eindruck hat, da stimmt was nicht,
Wenn der Lotse den Eindruck hat, da ist allein auf Sichtbarkeit der Flugmanöver hier irgendetwas unsauber, der hat gesagt, ihm geht es nicht gut, wird er von sich auch schon das als Notfall behandeln, seinen Supervisor informieren, warum macht er das? Weil wir dann und der Flugsicherungsdienst eine andere Möglichkeit hat, zuzugreifen auf System und andere Regeln zu befolgen und andere Dinge durchzusetzen. Den nächsten Punkt, den wir haben, das ist die Technik. Technik bedeutet immer, hier ist plötzlich was passiert. Technik bedeutet immer, es ist nicht absichtlich. Dieses Bild, was ihr hier seht, das ist ein schönes, sauberes Bild. Hier hat alles geklappt, die sind alle heile ausgestiegen, aber das Flugzeug gehört da eigentlich nicht hin. Und eine technische Störung während eines Fluges kann schwierig sein, muss aber nicht. Hier in diesem Falle war ein Modul, eine Antenne auf dem Dach defekt und deshalb funktionierte das elektronische System nicht mehr. Aber es war das alternative System war noch da. Der Uhrenladen, Apostroph bitte, wenn ich das so sage, funktionierte noch. Und der Flug konnte so fortgeführt werden, VFA, und es war nicht weiter schlimm. Aber erschrecken tut es einen doch. Und wenn wir glauben, es passiert bei unseren sehr intensiven Wartungen nicht, dass wir technische Störungen haben, so müssen wir klar machen, nein, sie passieren doch. Und der Pilot muss, wenn er eine Störung hat, umgehend prüfen, welche Bedeutung hat die Störung. Für mich, für meinen Flugverlauf. Dies kann eine starke oder weniger starke Einschränkung bedeuten. Im Bedarfsfall muss ich ATC über mögliche Beschränkungen in der Flugdurchführung informieren. Ich muss sagen, ey, wir haben ein Problem, ich kann nicht mehr AFA fliegen, die wichtigen Systeme sind ausgefallen, ich möchte jetzt sinken und unten den Flug VFA weiter durchführen. Wenn das Wetter das zulässt, ist das ohne großes Risiko klar und ich kann dann auch eventuell kein ILS fliegen, kein AFA-Anflug fliegen, alles VFR, Thema ist durch und dann wird das Flugzeug repariert. Aber grundsätzlich, ich muss Flugsicherungsdienste rechtzeitig einbinden. Rechtzeitig bedeutet umgehend, wenn der Pilot die Situation erkannt hat. Und das ist genau die Zeitverschwendung, die wir sehr häufig haben, dass wir feststellen, dass eine Notsituation schon länger da war, aber die ATC nicht mitgeteilt wurde. Dass plötzlich ein Flugzeug auf dem Radar verschwindet, ohne dass man es gemerkt hat, weil einfach die Kommunikation nicht da war. Und deshalb, wir müssen miteinander reden. Wir müssen ATC dann sagen, ich habe dieses, jenes Problem und ich brauche zur Lösung diese oder jene Handlung. Wichtig ist auch, was ist mit dem Luftfahrzeug? Wie groß ist das Zeitfenster? Rahmenbedingungen, all das müssen wir übermitteln. Wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, dass ein Instrument ausfällt und die Ersatzinstrumente da sind und ich auf einem VFA-Flug bin und feststelle, damit kann ich umgehen, muss ich gar nichts sagen. Aber es kann ja auch anders sein. Also, was muss ich tun? Ich muss permanente Updates geben meiner Situation, beziehungsweise die Updates zumindest mir geben. Und wenn sie für ATC relevant sind, weil ich das schon einen Notfall erklärt habe, auch ATC geben. Grundsätzlich, Notfall ist kein starrer Begriff, er ist individuell und sogar auf die Person bezogen. Und die Bandbreite reicht von der Störung des Ablaufs bis zum Nichtbeherrschen der Situation. Und natürlich gibt es Leute, die extrem trainiert sind. Natürlich gibt es Leute, die sehr, sehr weit vorne sind und viel von dieser Situation, von dieser Stresssituation geübt haben und es können. Ein Pilot, der ein Testpilot ist, der lebt täglich in solchen Situationen. Aber wenn ich merke, dass ich die Situation nicht mehr umfänglich beherrsche, sondern die Situation mich beherrscht, wenn ich mehr handelnder bin, sondern hinterherlaufender, dann beginnt eine Notsituation und die kann zum Kontrollverlust führen. Kontrollverlust heißt, das Flugzeug fliegt mit mir und ich nicht mit dem Flugzeug. Und Hilfestellungen sind natürlich möglich, aber sind begrenzt. Und ein gutes Notfalltraining
was Sie mit dem Fluglehrer machen können, was auch zur Ausbildung gehört, sind Basis für das eigene Überleben. Des Weiteren, wenn ich Mitreisende an Bord habe, dann kann ich einen Mitreisenden auch briefen, auch für ein Notfallverfahren, und das macht dann aus einem passiven, möglicherweise einen positiven, aktiven Mitreisenden. Das ist auch wichtig. Eine Situation wird dann aus dem Notfall heraus in eine beherrschbare Situation, wenn ich noch in der Lage bin, sie sachlich abzuarbeiten. Das ist ganz wichtig. Und dafür gibt es den Begriff des Notfalltrainings, dafür gibt es Systemkenntnis, dafür gibt es Training, Training, Training in verschiedensten Formen für Piloten. Und wir bieten Schulungen in einer Vielzahl an. Neben aktiven Fluglehrern gibt es auch technische Experten, die zum Beispiel Motorwissen vermitteln, dadurch Sicherheit vermitteln und uns dazu bringen, dass wir richtig, sicher, sachgemäß handeln. Und ich kenne keinen Piloten, der sagt, ich brauche kein Training. Ich kenne nur Piloten, die sagen, ich brauche Training, aber ich mache es so, dass es mir hilft. Gut, was hat die Flugsicherung? ATC hat die Technik und geschultes Personal? Ja, sie haben das Personal, um Unterstützung zu leisten. Sie haben aber nicht das Personal, um vom Boden unser Flugzeug zu fliegen. So, und wir haben auch nicht 10% Piloten unter den Lotsen. Wir haben auch nicht permanent einen Piloten, der genau das Muster auswendig kennt im Dienst. Nein, das haben wir nicht. Aber wir haben Systeme, wir haben Trainings, wir haben Manöver, die in Simulatoren geübt werden, wo die Leute dafür geschult und ausgebildet werden. Und wenn ich eine Notfrequenz nehme, ein ELT, ein Emergency Squawk, das sind das Hilfsmittel, die genutzt werden und beherrscht werden müssen. Aber was bedeuten die denn wirklich? Was ist eine Notfrequenz? Aber wenn ich die 1-to-1.5 nutze, bedeutet das, wenn ich auf dieser Frequenz sage, ich habe hier ein Problem, bedeutet das, dass jeder Flugsicherungssektor zuhört, ich keinen Frequenzwechsel machen muss bis zur Landung und dass sich der meldet, der feststellt, ich bin in seinem Bereich und der mir helfen kann. Denn sehr häufig kann es passieren, dass aufgrund von Nervosität oder starken Turbulenzen ich mich verschalte in der Frequenz. Und deshalb kann ich jedem nur raten, der zwei Funkgeräte an Bord hat, auf mindestens einem immer die 1-to-1.5 auf Standby zu rasten. Und wenn es nur darum geht, notfalls etwas zu hören, wenn ein anderer in Schwierigkeiten ist. Ein ELT, was an Bord ist, hilft mir die Position zu übermitteln, wo mir mein Notfall passiert, selbst wenn ich noch fliege. Ich kann es sogar in der Luft aktiv schalten. Wenn ich zum Beispiel mit einem Schirm landen sollte, ist die Landung eventuell so sanft, dass es gar nicht der Aufschlagsensor anspringt. Das bedeutet, man wird mich gar nicht suchen. Und dieses ELT übermittelt meine Position für Rettungsdienst. Der Transponder-Code Alpha 7700 ist ein besonderer Code, der auf einem Radar besonders dargestellt wird. Und jetzt passiert Folgendes. Er friert ein, wenn das Target verschwindet. Damit ist die Koordinate vorhanden für den Lotsen. Und das ist wichtig. Und das sind so Kleinigkeiten. Das heißt nicht, wenn ich diese Sache nutze, dass ich irgendwie kriminell bin, ein Verbrechen mache, Ärger habe. Nein, ich rette mein Leben. Ich muss es nur rechtzeitig tun. Und ich kann einen Notruf kann ich bei Beginn der Situation absetzen. Das ELT kann ich von Hand auslösen und die Alpha 77 rechtzeitig aktivieren. Und das sind Werkzeuge, die Leben retten. Und was auch noch wichtig ist, der Lotse und der Pilot und ATC hilft und unterstützt. Der Lotse ist Freund und kompetenter Partner. Und gemeinsam seid ihr ein Team. Das ist wirklich so und ich glaube daran. Aber jeder in seiner Rolle. Ein guter Ausgang ist, wenn die technischen Systeme greifen. In diesem Fall hat es gegriffen, auch wenn das Flugzeug nicht so nett aussieht, sind beide gut ausgestiegen. Die Technik hat geholfen. Und der Pilot hat richtig entschieden und hat sich dieser Technik bedient. Es sieht nur schlimm aus. Und wenn man eine gute Versicherung hat, ist es auch überstehbar. Ich danke jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit. Es war ein kleiner Vortrag.
Und wir machen jetzt gleich weiter mit der nächsten Podiumsdiskussion und haben jetzt eine kleine Zwischenpause. Dankeschön. Grüß Gott, Eisenschmidt vor Ort. Wir sind heute in Mainz. In Mainz haben Eisenschmidt, eigentlich beheimatet in Egelsbach, einen Pop-Up-Store aufgemacht, um für die Kunden da zu sein. Und ich habe mit zwei nette Herren, einmal Peter Bonito von Eisenschmidt, Fluglehrer seines Zeichens, und Stefan Kempf, einer der Schöpfer, Schaffer von AeroReal. Und die werde ich jetzt interviewen. Ich gehe hinter die Kamera und dann werden wir mal hören, was es an schönen Sachen hier gibt. Peter, warum ist Eisenschmidt hierher gekommen? Warum ist Eisenschmidt in Mainz? Was ist der Vorteil an Mainz für Eisenschmidt? Gut, natürlich die Nähe auch zu Egelsbach. Es ist nicht ganz so weit für uns und hier werden eigentlich fast alle Sparten vertreten. Also wir haben hier Segelflug, wir haben Motorflug hier was haben wir noch hier? Hubschrauber, eigentlich alles bis auf Ballonfahren und Fallschirmspringer, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Stefan. Ja, starke UL-Szene hier auch, große, ja. viel Echo-Betrieb und natürlich auch Segelflugbetrieb. Stefan, du fliegst selber, was fliegst du hier? Du hast hier ein Flugzeug stehen. Ich fliege sowohl in der Echo-Maschine, eine DA-40, als auch eine Pristel. Das heißt, ich bediene auch das UL-Segment. Gut, jetzt ist diese Halle, in der wir jetzt hier den Wagen haben, eine wunderschöne, moderne, neue Halle. Ihr habt drei Hallen gebaut. Was habt ihr noch gebaut hier? Wir haben ganz im Norden auch noch ein dreigeschossiges Gebäude für Büro- und Gewerbefläche, weil wir hier gezielt eben flugaffines Gewerbe ansiedeln wollen. Und deshalb stehen wir auch hier mit Eisenschmidt. Okay, ich verstehe, dass Eisenschmidt einer deiner Zielkunden sein könnte und wollte. Und Eisenschmidt hat ja auch diese Absicht, das zu tun. Da gibt es so ein paar Regelungen, die laufen. Vieles ist ja im Fluss. Aber Peter, wenn wir reden von UL, wenn wir von Segelflug reden und Ballon, das gibt es in Egelsbach nicht? Ja, richtig. Ballon gibt es hier aber, glaube ich, auch nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Also aber waren Kunden, wie gesagt, schon da? Die Kunden sind mit Sicherheit da. Die sind auch hier. Die Ballonger sind hier auch herzlich willkommen, genauso wie die Fallschirmspringer. Aber wir haben hier natürlich verstärkt ultraleicht. Wir haben Motorflug, wir haben die Hubschrauber, wir haben die Segelflieger. Das haben wir ja sonst in Egelsbach nicht. Und die Kundschaft können wir jetzt auch im Prinzip näher bedienen. Ja, Gyrocopter auch. Alles da und Sie können sogar zu uns hinfliegen. Stefan? Jetzt und einfacher als in Egelsbach, ne? Weil ich hier ein einfaches Anflugverfahren habe und als UL-er komme ich hier auch gut rein. Ja. Stefan, eine Frage. Du hast mir gesagt, immer wieder, auch im Vorgespräch gesagt, der Pilot mag die Nähe zum Produkt, zum Kunden, zum Flugzeug. Der Pilot ist nicht unbedingt der Internetkäufer. Er will auch sehen, was er kauft. Ja, und deshalb haben wir den Standort hier auch so gewählt, dass er gleich mit dem Flugzeug hier auf dem Vorfeld parken kann. Und sagen, Fly in and shop ist hier das genau. Motto, was wir uns da ausgedacht haben. Und wie wir sehen, wird es ja auch gleich gut angenommen. Sogenannter Fly-Through dann sozusagen. Ja. Okay, dann eine Sache noch ganz kurz zu Peter. Ja. Peter, du bist Fluglehrer. Was bist du alles? Was kannst du prüfen? Was darfst du nicht prüfen? Prüfen darf ich CPL, PPL, die ganzen Klassiker. Lehren tue ich IFA, PPL, was mache ich noch alles, CPL-Schulen. Also, jetzt gehe ich mal wieder ins Bild. Es war ein ganz kurzes Thema, nur zum Thema Pop-Up-Store, aber hochkarätige Leute, hochkarätiges Wissen, ein tolles Ensemble hier hinter den Häusern. Wie viel Prozent sind jetzt die Hallen schon ausgebucht, belegt? Also die ersten Flugzeuge hier stehen ja schon drin. Wir schätzen, dass wir ungefähr 75% der Plätze schon weg haben. Den Rest reservieren wir. Da sind wir auch in verschiedenen Gesprächen. Also noch ein paar Restplätze gibt's. Okay, dann sage ich euch beiden Dankeschön. Ich sage auch Dankeschön unseren Kunden, die das ausgehalten haben. Und ich sage euch, Ihnen Dankeschön, dass Sie zugeschaut haben. Moin, wir wollen morgen ein kleines Sonnenaufgangsfliegen veranstalten und haben uns deswegen schon mal am Flugplatz getroffen, um hier zu übernachten.
Moin, es ist 4.48 Uhr. Hier freuen wir uns im Dunkeln schon raus, um dann bei Dämmerung schon fliegen zu können. Wir haben jetzt die Flugzeuge gecheckt und warten jetzt darauf, dass der Nebel sich ein wenig verzieht. Ja, also es ist gerade wohl irgendwie ein bisschen Kaltluft reingekommen. Es ist auch kühler geworden und jetzt haben wir hier haufenweise Bodennebel, der uns ein bisschen die Sicht versperrt und noch im Moment nicht groß, oder fuck, nicht gerade besser wird. Ruhe. So, es ist jetzt 20 nach 9, wir sind jetzt durch. Wir hatten auf jeden Fall wieder ein paar schöne Flüge und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis denn!